Ja, der Lindy gehört zum FCZ, ist ein Eigengewächs. Er verbindlicht eigentlich auch unseren Weg, also als Ausbildungsverein, der aber auch ambitioniert ist, der eigene Junge fördern will. Und ich glaube, ich bin extrem stolz und glücklich, dass wir einen weiteren Jungen langfristig für den FC Zürich können binden können. Ja, der FCZ ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich bin natürlich sehr stolz, dass ich hier beim FCZ zusammenarbeit weitergeht. Für mich ist das Privileg, hier überall zu shooten. Für mich war das ein Kindheitstraum, als kleiner Bube natürlich für den FCZ mal zu spielen. Und natürlich nach dem Meistertitel ist letztes Jahr natürlich ein Kindheitstraum nicht viel gegangen. Und für mich bleibt und ist der FCZ meine erste grosse Liebe. Ja, wenn ich jetzt vielleicht 4 Jahre zurückschaue, ist der Lindy noch bei mir in der U21 gesehen. Captain gesehen damals, ist aus der U21 raus, hat über den FC Wiel und den FC Winterthur den Weg zum FC Zürich zurückgefunden. In der Challenge League war er ein unbestrittener Stammspieler, Leader. Und ist jetzt seit knapp mehr als einem Jahr wieder zurück. Hat in dieser Zeit sich stetig weiterentwickelt. Er war am Anfang nicht Stammspieler, aber hat sich eindrücklich nachher auf Ende der Meisterschaft zu einem Stammspieler entwickelt und ist maßgebend am Meistertitel beteiligt. Seiner Schnelligkeit, seiner Aggressivität, auch Kopfballspiel, wo er ausgeprägt hat. Jetzt kommt nochmal eine neue Herausforderung mit der neuen Saison und ich erhoffe mir, dass er nochmal einen Schritt nach vorne macht. Er hat sicher noch Luft nach oben, ist noch jung und dementsprechend glaube ich aber auch, dass der Lindy uns in der nächsten Saison noch viel Freude wird machen. Ja, also sicher für mich persönlich ist, dass ich mich sportlich weiterentwickle, sicher auch menschlich. Und natürlich als Team, dass wir natürlich jetzt vor allem das Jahr die europäische Kampagne erfolgreich bestreiten, dass wir zeigt, was wir in den letzten Jahren erfolgreich gemacht haben und dass wir uns definitiv international präsentieren und für mich persönlich dann da sicher mit durch können.